Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die A281 nicht so an die A1 anbindet, wie es der Bauabschnitt 2.2 plant, sondern so wie der 2.1, ist es nicht eine Verhinderung eines Ringschlusses. Ich habe mich versucht, vor 2 Jahren mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin dann hingegangen und habe gesehen, wo die A281 jetzt endet. Irgendwo im luftleeren, nein, nicht im luftleeren Raum, ist Quatsch, aber sozusagen ohne Anbindung. Und dann wurde mir erklärt, dass es 2 Lösungen gibt. Die eine, man zieht die jetzt runter und hat sie etwas vor dem Tunnel auf der, was ist das, Neuenlander Straße. Und die andere Möglichkeit ist, wir bauen jetzt die Autobahn noch, wie viel ist das, Kilometer weiter, 500, 800 Meter weiter. Und dann runter und dann reißt man diesen Trog auf und schließt dann an. Also mal im Ernst, ich versuche ja die Dinge auch wirklich zu verstehen. Ich habe nicht verstanden, worin jetzt der qualitativ so bedeutende Unterschied für die Verkehre, für die Fahrzeiten, für Stau und so weiter ist, wenn man jetzt diesen Punkt ein Stück weiter nach hinten verlegt. Das habe ich nicht verstanden. Es gibt offensichtlich auch unterschiedliche Gutachten. Manche Gutachten sagen, die 2 ab 2, es gibt irgendwie eine Fahrzeitverkürzung von 30 Sekunden, also in der Größenordnung. Also, dass es sich dabei bei den Alternativen um einen Vorschlag handelt, der die Anbindung verhindert oder keine Anbindung ist, ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Wir haben ja vor 2 Jahren auch mal gefragt. Wir wollten mal rauskriegen, ist eigentlich die Planung noch auf dem aktuellen Stand, was die A281 angeht. Da haben wir gefragt, habt ihr mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung für diesen Abschnitt gemacht? Weil der kostet insgesamt 143 Millionen Euro, davon muss 30 Millionen Bremen tragen. Das ist eine Menge Geld, finde ich. Und die andere Variante, die Anbindung oder die Runterführung dieser A281 bis hier vorher zu gestalten, ist unterm Strich günstiger. Da ist die Frage, warum nimmt man eigentlich eine teurere Lösung? Und es ist auch keine, es gibt eine Kosten-Nutzen-Rechnung von 2003, die hat dieses ganze Projekt in den Bundesverkehrswegeplan gehievt. Danach ist sozusagen nicht mehr kontrolliert worden, ob eine Kosten-Nutzen-Rechnung für das Gesamtprojekt da ist und für einzelne Projekte schon gar nicht, obwohl sich mittlerweile der Bauabschnitt 2.2 auch verteuert hat. Also es sind auch so Fragen, wo ich mich gesagt habe, warum, ja. Das weiß ich. Trotzdem bleibt ja die Frage, ist das eigentlich notwendig, an der Stelle so viel Geld auszugeben? Und diese Frage ist für mich nicht beantwortet worden. Zumindest nicht, dass ich sozusagen nicht schlüssig. Die Anwohner sind da zumindest gespalten. Ich habe mit Anwohnern gesprochen, die finden die jetzige Lösung, die jetzt angestrebte Lösung eher ja, falsch und wollen lieber, dass die A280 vorher auf die Neuenlander runtergezogen wird. Kann man also die Anwohner im Allgemeinen, glaube ich, nicht als Kronzeuginnen und Kronzeugen dafür herholen, dass die 2.2, also die Anbindung an den Trog, sozusagen von allen Anwohnern gewünscht wird. Das ist, glaube ich, so nicht der Fall. Und drittens, oder wir haben jetzt eine Situation, und das, diese Frage ist auch schon ein Stück weit beantwortet, die Bauzeit soll ungefähr eine Gesamtbauzeit von 4,5 Jahren wird ausgegangen, Antwort des Senats auf unsere Fragen, und das vorhandene Trogbauwerk wird für einen Zeitraum von 2,5 bis 3 Jahren Sperrung unterzogen. Ich bin relativ sicher, dass das Einfluss hat auf die Wirtschaftsverkehre und auch auf dem GVZ. Das wird da zu Stau kommen und wird länger werden. Und für einen Zeitraum, der meines Erachtens in wirtschaftlichen Zusammenhängen durchaus nicht irrelevant ist. Weil über Jahre sozusagen dort Stau zu produzieren, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nützt ist. Und dieses Problem hätte man aus dem Weg gehen können, meines Erachtens, mit der anderen Lösung. Unterm Strich ist es jetzt so, wie es ist. Es kann es nicht mehr zurückholen und ich hab wirklich versucht, es zu verstehen. Und die einzige schlüssige Begründung, die ich gelernt habe, ist,
Diese Variante wird gebaut, weil wir dafür 143 Millionen kriegen und für was anderes kriegen wir nichts. So, das ist sozusagen die einzig für mich schlüssige Erklärung für diesen Bau. Man will diese 143 Millionen hier in Bremen haben. Alle anderen Gründe haben mir nicht eingeleuchtet. Wir werden deswegen dem Antrag der FDP zustimmen und zu dokumentieren, dass wir in diesem Punkt einer Meinung sind.